Es ist wohl ein Erfolg. 15 Millionen Downloads für diese App, das kann sich sehen lassen. Aber wer lädt sie runter? Vor allem Apple-Nutzer. Ältere Menschen, ärmere Menschen mit altem Smartphone oder ganz ohne können die App nicht nutzen. Für den Paritätischen Wohlfahrtsverband ist das ungerecht. Die Armen sind nicht nur häufig stärker betroffen von Corona im Moment. Sie haben nicht nur die schwereren Krankheitsverläufe, das ist es ja, sondern sie haben auch in der Regel nicht die Smartphones, mit denen man die Apps bedienen kann. Das heißt, die Gruppe, die am risikobelastetsten ist und von denen wir wissen müssen, hat sich jemand in meiner Nähe aufgehalten, der möglicherweise an Corona erkrankt war, genau diese Gruppe hat diese App nicht und da wird das Ganze natürlich irgendwo absurd. Forderung, ein Smartphone müsste ihnen zugebilligt werden, etwa von Jobcentern. Und dann sind da immer wieder Verständnisprobleme und Fehlermeldungen, die Nutzer etwas nerven, wie Petra Krusemann. Also ich bekomme täglich letztendlich, dass er mir sagt, ich sollte nochmal meine Einstellung überprüfen. Es könnte sein, dass die Gegend, in der ich mich befinde, nicht das unterstützt, die App. Wörtlich steht da, Covid-19-Kontaktmitteilungen werden von Corona-Warn in dieser Region möglicherweise nicht unterstützt. Du solltest in Einstellungen bestätigen, welche App du verwendest. Der Hinweis, Kontaktmitteilungen werden in dieser Region möglicherweise nicht unterstützt, ist ein bekannter Fehler, der nur auf Apple-iPhone-Geräten auftaucht, ist ein Fehler im Betriebssystem in iOS und Apple muss diesen Fehler beseitigen, damit er nicht mehr auftaucht. Eine neue Version soll demnächst rauskommen, wo das dann nicht mehr passiert. Was man wissen muss, diese Fehlermeldung, dieser Warnhinweis ist bedeutungslos, kann man einfach ignorieren. Dann berichten Nutzer von diesem Verständnisproblem. Da steht eine Risikobegegnung. Aber es gibt keine Warnung, die Anzeige bleibt grün. Heißt, ich bin innerhalb der letzten 2 Wochen einer Person begegnet, die mittlerweile positiv getestet wurde. Aber es waren nur wenige Minuten bei großem Abstand. Experten betonen, dass solche Fehler die Funktion der App, also das Warnen, nicht beeinflussen. Jetzt müssen nur diese Fehler von den App-Entwicklern und von Apple und Google behoben werden.